Frau von René Weller gibt trauriges Update. René Weller liegt im Sterben. Das bestätigte seine Frau Maria, die den an Demenz erkrankten Ex-Boxer pflegt, in einem Interview. Die 70-Jährige erklärte, sie habe alles Menschenmögliche für ihren Mann getan. Wenn sie die verläuft, er ist jetzt in der letzten Phase, wo er ab und zu Trinken und Essen verweigert. Seit 9 Jahren kämpft René Weller mittlerweile gegen seine Demenzerkrankung. Nun soll sich der Zustand des früheren Profiboxers weiter verschlechtert haben. Wie seine Frau Maria Weller am Freitag in einem Interview mit Bild bestätigte, liegt der 69-Jährige in seinem Zuhause in Pforzheim auf dem Sterbebett. Geht's nicht gut. Das kann man sich ja vorstellen. Jeder kennt bestimmt auch den Menschen. Ich muss loslassen und ich werde es auch tun und meinen Champ gehen lassen. René hat unter anderem wegen Fieberschüben nochmals eine Antibiotikagabe bekommen, sagte sie gegenüber Bild, wie die Palliativmediziner mir mitteilten, wird es vermutlich die letzte sein. Viele haben gesagt, dann gib ihn doch weg, aber ich kann ihn nicht weggeben. Ich merke jetzt erst, er hat ja so eine Liebedemenz, er ist so... Alles andere wäre eine Quälerei. Die 70-Jährige, die ihren Jahren bereits seit mehreren Jahren pflegt, erklärte weiter, die Medikamente haben den Champ nochmals, wahrscheinlich ein letztes Mal, aufgerichtet. Wirklich, er ist so hilflos. Ich habe das Schlimmste schon hinter mich gebracht. Ich habe alle Höhen und Tiefen geweint. Ich glaube, später habe ich gar keine Tränen mehr. Ich war verzweifelt, ich war depressiv, ich habe Angst gehabt. Daher bitte ich seine engsten Freunde und Weggefährten, ihn nochmals anzurufen, damit er ihre Stimme hört und in Frieden dann gehen kann. Sie selbst sei mit sich im Reinen und habe alles Menschenmögliche für die große Liebe meines Lebens getan, fuhr Weller fort. Ich war wütend, ich war aggressiv, ich habe alle Facetten ausgelebt und jetzt bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr gefasst und funktioniere nur noch. Sie können sich vorstellen, wie ein Hamster im Käfig laufe ich. Ich frage ihn oftmals, ich sage, bist du ein Boxer? Dann zeigt er die Faust, wenn er gut drauf ist, zeigt er noch die Faust. Neulich hat er gesagt, aber so eben versteht man kaum, aber ich bin Boxer. Neunmal war René Weller im Laufe seiner Boxkarriere deutscher Meister. 1993 hängte der fünfmalige deutsche Boxer des Jahres seine Sportkarriere an den Nagel. Mit seiner Frau Maria ist Weller seit November 2013 verheiratet. Gemeinsam waren sie in unterschiedlichen Reality-Formaten im TV zu sehen, darunter 2016 im RTL Sommerhaus der Stars.